Hallo und ein herzliches Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier zum Warum zockst du Projekt? Ja, ich habe wie immer einen neuen Kandidaten für das Projekt, der auf diese Frage antwortet. Er hat auch nicht nur diese Frage beantwortet, er hat auch die anderen Fragen zusätzlich mit beantwortet. Also ein Video, das ein bisschen länger geht, aber dafür mehr Antworten auf die verschiedenen Fragen. Von daher habt Spaß an dem Video, der Link natürlich von seinem Kanal unten in der Videobeschreibung. Geht auch bei diesem Kollegen vorbei und unterstützt den, gibt den Likes, teilt seine Videos, je nachdem, was ihr drauf Bock habt, oder abonniert ihn am besten gleich. Und ja, wenn ihr selber Bock habt, an diesem Warum zockst du Projekt teilzunehmen, dann auch unten in der Videobeschreibung ist der Link dazu, zu dem Video, wo ihr euch bewerben könnt, dann einfach das Video anschauen, Like, Kommentar da lassen und mir schreiben, dass ihr mitmachen wollt, mir ein Video zuschicken und ihr seht auch vielleicht auch bald hier in einer diversen Video wie diesem. Und ja, ich hoffe, ihr macht zahlreich weiter mit. Und ich hoffe, ich habe bald noch weitere Teilnehmer, die hier beim Warum zockst du Projekt mitmachen. Also jetzt viel Spaß mit dem neuen Kandidaten, der hier mitmacht. Und Film ab. Bis dann. Ciao. Servus, ich bin's, EuroMoPlay. Heute mit einem Video der etwas anderen Art. Und zwar, ich mache bei einem kleinen Projekt vom Easy mit, dem vollen Namen will ich nicht sagen, der ist ein bisschen sehr lang, ein paar komische Buchstaben, komische Zeichen drin. Ja, muss man ein paar Fragen beantworten und bla bla bla, ich werde das Video verlinken, was er da, los geht's! Warum YouTube? Das ist eine schwere Frage. Ich hätte mir ein bisschen vorher was überlegen sollen, ich mache das jetzt ein bisschen gerusht hier. Aber, ja, warum YouTube? Es ist halt, YouTube ist für mich so eine Art Freizeitpark, kann man das so sagen? Ja, das kann man so sagen. Es ist, wenn mir langweilig ist, setze ich mich am PC und nehme auf, egal was, egal wie. Es ist, es macht mir Spaß und ich denke, das sollte, ja, man, ich würde es gerne mit der Welt teilen, bla bla bla. Und, ja. Bis jetzt habe ich eigentlich, ich habe noch kein einziges Dislike, freut mich. Ich habe aber auch noch keine richtigen Likes. Ja, das hat die Frage, warum YouTube nicht wirklich beantwortet. Und ich kann diese Frage auch nicht wirklich richtig beantworten, weil es macht mir einfach Spaß und deswegen mache ich YouTube. Es ist mir egal, was die anderen jetzt sagen. Schlechte Audioqualität, schlechte Videoqualität, mach mal HD. Ja, es macht mir Spaß, warum? Ja, okay, ich arbeite schon dran, dass ich bessere Videos mache und es wird wahrscheinlich auch von Let's Play zu Let's Play besser. Und ja, ich mache Let's Plays, ich mache Let's Draws, ich mache Speedpaints und ich mache Musik und ich werde in allem besser. Es gibt keinen Abstieg, es gibt auch keinen Aufstieg. Ich werde immer besser und besser und besser. Ja, da habe ich ein bisschen die Frage, warum zockst du verfehlt? Aber ja, warum zocke ich, ja, eigentlich wie bei Warum YouTube, es macht mir Spaß. Es ist eine Ablenkung, ich entkomme dem Leben, kann man das so sagen. Weil, ja, ich entkomme einfach mal dem, was gerade passiert, bla bla bla. Es macht Spaß, auch mit Freunden. Und dann würde ich gleich mal überleiten zu der Frage Lieblingsspiel. Mein Lieblingsspiel, das ist auch eine Frage der etwas schwereren Art. Ich bin ein Fan von Robocraft. Ich habe das mit einem Freund gesuchtet. Wir zwei sind auch schon beide Level 100 und auch Tier X1, beziehungsweise sie haben das Spiel ja ruiniert. Also MK600, kann man so sagen. Oder jetzt zumindest M600, was weiß ich. Ja. Kommen wir zurück zur Frage, warum zockst du? Es ist auch ein bisschen, ich habe es schwer im Leben, kann man so sagen. Und deswegen mache ich den Dreck, weil Zocken ist ja eigentlich laut Ärzten nicht gut, aber es macht die Reflexe, es verbessert die Reflexe. Und ja, die Reflexe, egal. Es würde mich einfach nur freuen, wenn das Video hier ein paar Likes bekommt, bla bla bla. Diese ganze normale Scheiße hier, sorry das doofe Wort, aber es ist so. Das ist halt so, wenn man YouTuber ist, da wird man ein bisschen aggressiv. Und ja, YouTube verändert die Leute auch, das möchte ich mal ansprechen. Vom schüchternen kleinen Jungen, der in der Ecke sitzt und zeichnet, bin ich der, der ganz vorne in der Klasse sitzt und vorzeichnet und die anderen nachzeichnen.
das hat aus YouTube aus mir gemacht. Ich bin auch ein bisschen großmäulig geworden, kann man das so gut sagen? Ja, das sagt man so. Ja, Großmäuligkeit verabschiedet sich. Und dann würde ich mal sagen, danke, dass ich bei dem Projekt dabei sein durfte. Oder wenn ich halt nicht aufgenommen werde, dann halt nicht. Aber ich bedanke mich mal bei Easy Kanal, Link in der Beschreibung. Wollte gerade sagen, Beschreibung im Kanal. Aber egal. Sorry. Und ja, euer kleines Labermäulchen verabschiedet sich. Euer Rainbow Play. Servus und tschüss.